Moin, ich bin gerade hier im Schwimmbad in meinem Wahlkreis, in einem Freibad, genauer gesagt in Nienburg, und habe hier dem Förderverein für dieses Freibad eine Spende übergeben. Damit werden die Umkleidekabinen saniert. Und das führt mich natürlich schon zu einer sehr grundsätzlichen Frage. Es gibt neue Zahlen von der DLRG, wo herausgefunden wurde, dass 60% der 10-Jährigen nicht sicher schwimmen können. Und das hat was damit zu tun, wie viele Schwimmbäder geschlossen wurden in den letzten Jahren. Dass sich viele Leute den Eintritt gar nicht mehr leisten können. Dass viele Schwimmbäder umgewandelt wurden in sogenannte Spaßbäder, wo es keinen Schwimmunterricht mehr geben kann. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen Freibäder, die vom Staat finanziert werden. Denn ich als Abgeordneter kann in den Urlaub fahren mit meinen Kindern. Aber es gibt Tausende von Menschen, Millionen von Menschen, die können sich keinen Urlaub leisten. Und die sind einfach darauf angewiesen und haben auch das Recht, dass es funktionierende, erschwingliche Freibäder gibt, die in einem guten Zustand sind, wo sie ihre Sommerferien und ihre Ferien verbringen können. Dafür kämpfen wir als Linke und wir brauchen dafür auch Geld. Und wenn jemand sagt, ist kein Geld dafür da, dann lügt er. Wir haben in einer Woche 100 Milliarden Euro für Aufrüstung und Kampfbomber beschlossen. Es wäre doch mal wirklich eine Maßnahme, jetzt mal in diesem Land alle Freibäder zu sanieren, für günstige Eintrittspreise zu sorgen, damit alle ein Recht auf einen schönen Sommer haben. Tschüss, ja, vielen Dank, schöne Saison noch. Ne? Ja, und wir sehen uns in Berlin. Bis dann, tschüss.